lassen uns heute in diese 1 Kubikmeter großen Kiste einsperren. Wer das Experiment zuerst abbricht, muss 500 Euro an wohltätige Zwecke spenden. Also ich bin ready, ich schlaf zur Not da drin, ich mach das Ding. Ich werde auf jeden Fall auf keinen Fall aufgeben. Alter, das ist enger, wie ich dachte. Es ist verdammt eng hier drin. Über das Video hinweg werden noch Gäste und Überraschungen auf uns zukommen, die uns den Aufenthalt hier angenehmer oder eben unangenehmer machen. Fabi ist jetzt gerade noch happy, aber hält es auf jeden Fall nicht so lange aus wie ich. Die Zeit läuft ab jetzt. Wow! Das einzige Problem ist, ich muss jetzt schon auf Toilette ringen. Du hättest mal weniger trinken sollen. Ich darf mich heute einfach nicht von Fabi provozieren lassen. Ich kann ihn ja nicht mal erwischen. Wir sind erst seit 5 Minuten oder so drin und die Luft wird jetzt schon ein bisschen eng, ne? Ja, stell dir vor, du musst furzen. Oh nein! Was passiert jetzt da? Wer kommt denn da? Hallo Gefangene, ich habe heute eine besondere Aufgabe. Was ist hier los? Einen von euch zum Aufgeben bringen. Oh, ich bekomme auch eine Tafel. Oh, geil. Bin ich in der Schule gelandet oder was? Hä? Digga, was passiert jetzt? Wie viele Sesamkörner sind durchschnittlich auf einem McDonald's-Burger? Ach du Scheiße. Oh, ich glaube, wir müssen schätzen. Und wer näher dran ist, der bekommt was Gutes. Und wer weiter weg ist... Als wenn ich wüsste, wie viele Sesamkörner da drauf sind. Was ist das für eine Frage? Wie kriege ich das weg? Ich habe keinen Schwamm. Draufspucken. Wer? Wie eklig bist du denn? 11, 12. Zählst du gerade oder was? Ich weiß die Antwort. Ja, ich mache jetzt einfach random, ganz random. Ich sage 30. 30? Junge, jetzt habe ich viel zu viel gesagt. Was sagst du? Ja, warte mal, ganz kurz. Was sagst du? Hey, du musst... Nein. Ende darfst du nicht mehr. Ja, ich habe 200 gesagt. 200? Ja, ich dachte, da kommen ganz viele drauf. Nein, Digga. Da sind nicht so viele Sesamkörner. Scheiße! Drauf. Die Antwort lautet 178 Sesamkörner. Siehst du, der Vegetarier hat die Kost genommen, Digga. Dankeschön. Nein, das bekomme ich. Nein, was ist das? Nein, boah, bist du verrückt? Hat das irgendjemand mal getestet vorher? Das gefällt mir doch. Das verringert jetzt meinen Schlafplatz um ein einiges. Ich werde mal meine Kreide da rein tun, okay? Ah! Alter! Die wurde einfach gerade halbiert. Das passiert gleich mit deinem Finger. Das Problem ist, ich bin eigentlich super schlecht bei Schätzfragen. Es könnte beim nächsten Mal genauso scheiße für mich aussehen. Mann, jetzt kann ich mich halt schon nicht mehr so richtig hinlegen. Ja, schön wohlig mit deinem Kissen da, ne? Ah! Ah! Er macht jetzt mit Absicht, tut er die alle auslösen. Nein. Das war aus Versehen. Gott, ich hab gefurzt, Rick. Bruh, das will ich nicht wissen. Boah, stinkt hier drin. Du Idiot! Wer furzt in deinen verdammten 1 Kubikmeter-Raum? Boah, das riecht richtig eklig. Das geht gar nicht weg. Ich muss diesen Typen ausblenden. Ich wünschte, ich könnte diese Scheibe hier verdunkeln, damit ich ihn nicht mehr sehen muss. Kriegst du schon Platzangst? Ich fühle mich echt ein bisschen eingeengt. Ah! Es geht schon wieder los. Nächste Frage. Ich bin bereit für eine Belohnung. Bitte kriege ich wieder was Gutes. Wie viele Städte mit dem Namen Berlin gibt es in den USA? Es gibt Städte in den USA mit dem Namen Berlin. Was ist, wenn die Antwort 0 ist? Ja, stimmt. Warum sollte man eine Stadt in den USA Berlin nennen? Das ist zu wenig. Das ist, glaube ich, echt zu wenig. Wahrscheinlich kann ich gleich noch eine 0 dran machen. 3, 2, 1, 7. Die Antwort lautet 31 Städte. Nein, ich hatte 3! Ich hab doch gesagt, ich muss noch eine 0 dran machen. Ich die Idiot! Oh, geil. Was ist das? Oh. Boah, hör doch auf. Hör doch auf! Mach das Ding zu! Der Scheiß stinkt, Alter! Weiter! Ich krieg doch hier eh keine Luft! Finde ich super! Du willst mich verarschen, Alter! Jetzt muss ich immer aus diesem scheiß Loch atmen! Bei mir kommt auch Nebel raus! Ah! Du hast mir einfach in meinen Mund gesteckt! Ich hatte gerade einen Finger im Mund! Ja! Dann geh halt raus! Vergiss das, auf gar keinen Fall, Digga! Nein! Ja, deine Bestrafung war kurz. Schau mal, wie viel ich hier noch habe. Nein, schon wieder! Kommt es jetzt alle 5 Sekunden oder was ist da los? Wie viele Paare schlafen genau in dieser Sekunde miteinander? Oh, wie findet man sowas bitte heraus? Boah, ich krieg hier keine Luft mehr, Digga. Mein Raum stinkt immer noch. Fabi, mach jetzt! Ja, okay. 3, 2, 1, go! 1 Million. Ich hab 100 Millionen, Digga. 100 Millionen, wirklich? Boah, das ist ganz schön viel. Es gibt viele Menschen auf dieser Erde. Ja, stimmt. Aber dass die alle gerade miteinander schlafen? Scheiße, ich hab keine Ahnung. Aber 1 Million ist doch viel zu wenig. Überleg mal, 1 Million Menschen. Die Antwort lautet 2778 Paare. 2000?
Wie konnte ich so daneben liegen? Diese Runde gibt es eine Special-Bestrafung. Wow. Wie eine Special-Bestrafung? Das muss man doch vorher sagen. Das kann doch nicht sein. Was ist das? Was ist das für ein Schocker auch? Das ist ein Elektroschocker. Fabian hat die dazugehörige Fernbedienung und darf sie über die Dauer des Experimentes dreimal nutzen. Wow, du willst mich verarschen, ich will das nicht machen. Stufe 12, wie viele Stufen gibt's denn? Ey, es gibt 16 Stufen. Hör auf, Mann! Komm mal dran jetzt. Ich schwör's dir, wenn ich aus diesem Ding hier rauskomme, dann klatscht's richtig. Du räudiger Alter, ich sag's dir. Ich sag's dir. Hör auf, ich schwör's dir. Hör auf. Du wirst vor mir hier aufgeben. Hör doch auf! Ich schwör's dir, das ist doch... Ich will hier raus! Ich mach's dann, wenn du gar nicht damit rechnest, wenn du schläfst oder so. Es ist so psycho, Leute, es ist so psycho. Ich hab gar keinen Bock mehr. Ah, oh, ist das Leben schön. Ah! Du bist steuert, Digga! Oh! Ich schwör's dir, das ist richtig reinig. Das zieht bis in meine Zehen rein. Bist du krank? Oh! Ich will das Teil abmachen! Ich bring dich um, Digga. Das war erst das erste Mal. Von drei. Noch zweimal. Digga. Fabi, der Scheiß tut wirklich weh. Ich meine es wirklich ernst, es ist nicht mehr lustig. Es ist nicht mehr lustig. Ich mach jetzt mal auf 15, okay? Du machst auf keinen Fall auf 15. 13, ich zieh es aus. Ich zieh es aus. 15. Ich zieh es aus. Bei 16. Ich schwör's dir, du machst es nicht höher. Du machst es nicht höher. Oh, Digga. Ich bin doch nicht so genervt jetzt. Ich hab gar keinen Bock mehr auf den Typen, Alter. Für die Kamera, wir sind auf 15. Boah, du bist gleich tot. Ich hab keinen Bock mehr, Leute. Ich denk die ganze Zeit einfach nur an diesen scheiß Stromschocker an meinem Bein. Das tut arschweh. Bro, geht's dir gut? Brauchst du nochmal einen Adrenalinkick? Merkst du, dass ich dir nicht zuhöre? Ja. Egal, was du sagst, das ist mir scheißegal. Nächste Frage. Freust du dich? Das kann doch nicht mehr schlimmer werden. Wie lange seid ihr schon in der Box? Oh. Boah, das ist eine schwere Frage. Ich darf nicht übertreiben. Ich glaube, es kommt einem viel länger vor, als es wirklich ist. 1,5 Stunden. 1 Stunde 50. Die Antwort lautet 1 Stunde und 34 Minuten. Ja! Es ja! ist doch so reinig! Für diese Bestrafung begrüßen wir unseren ersten Gast, Koda. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie geht's dir? Was hast du uns mitgebracht? Spinne. Oh. Scheiße, Bro. Normalerweise freue ich mich, dich zu sehen, Digga. Leute, ihr wisst, wir haben schon 2 Videos mit Koda gedreht. Koda ist jetzt nochmal zu Gast gekommen. Das schätze ich sehr. Rick, ich hatte in einem freien Raum. Ich konnte weglaufen. Du bist da jetzt gefangen. Digga, was oh mein ist Gott. Das für ein Tier? Was geht? Yo, was ist das für eine Riesenspinne, Digga? Bro, die faltet sich ja richtig aus. Fabi hat ja schon die Erfahrungen gemacht mit den einen oder anderen Spinnen. Scheiße. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die kann nichts machen, oder? Also die kann was machen, aber die ist... In der Theorie kann die halt beißen, aber so. Ich sag ja immer, das sind liebe Tiere. Wo ist die giftig? Was passiert, wenn man gebissen wird? Das tut weh, also mehr nicht. Also die ist jetzt nicht irgendwie übermäßig giftig. Alter. Was ist das für eine? Die Luft hier drin, wenn wir hier länger drin sind. Die Luft hier drin ist schlimm, gell? Sag mal, diesen Elektroschocker. Mein fucking Bein ist verbrannt, Alter. Mein Bein, gucke ich. Schau mal hier, siehst du, da sind diese Punkte da drunter. Ja. Benimm dich mit der Spinne, sonst drück ich hier drauf. Jo. Boah! Du hast noch nie, ne? Noch nie. Sie fühlt sich ja echt entspannt an. Der ist Lola. Lola, hey. Ich muss euch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so entspannt nehme. Schaut mal. Bro! Kann die auf Ricks Gesicht? Wir müssen nicht übertreiben. Ich kann dir das einmal vormachen und dann kannst du ja sagen, ob du das so möchtest oder nicht. Das ist nicht dein Ernst, Digga. Sie hat sich einfach im Gesicht. Ja, Rick, du auch. Die, ne? Na komm, lass hinter uns bringen. Boah! Wie ist denn mein Auge? Ich hoffe, das ist safe. Steht hier. Rick! Ich würde sagen, wir machen. Der tut jetzt gleich wieder. Ich hab nur den Stromschocker hier. Ich schau einfach gar nicht mehr darüber. Ich hab gar keinen Bock mehr auf den. Ein Applaus für Koda! Boah, sagen Sie, ist hier echt stickig drin. Ich hab sonst auch Kopfweh. Ich glaub nicht, dass das gut ist. Mach's mal ein bisschen auf. Kannst du es mal kurz abmachen bei uns beiden? Ich bekomme so ein bisschen Kopfweh. Du? Ach, hast du Kopfweh? Ja, so ein bisschen. Kannst du ja rausgehen? Nee, Digga. Ich glaube, ich mach dann den Elektroschocker ab. Ist ein bisschen unbequem gerade. Extra Bestrafung wegen Schummeln. Shut the ab! Ja! Ja! Shut the ab! Ja! Viel Spaß, Alter, ich brauchte Luft. Sorry, dass ich mein Grundbedürfnis auslebe. Es ist eine Shakti-Matte. Also auf jeden Fall eine Matte mit sehr vielen Spitzen. Das tut unfassbar weh. Er hat mich so lange gequält hier. Ich werde dieses Ding machen. So oder so. Boah, okay, jetzt. Oh, mir egal, das macht mir auch nichts. Bleib hier drin, bis du 3 Elektroschocker bekommen hast. Ah! Oh! Aua!
Das ist nicht gesund. Mein ganzer Hals tut schon weh, aber ist mir scheißegal. Ich will einfach nur, dass du rausfliegst. Ich kann dich stundenlang machen. Ah, du! Alter! Oh! Ah! Ich hasse es, tut so weh. Du hast nur noch einmal. Woo! Nächste Frage. Ich muss pinkeln, ich muss was essen und ich hab Durst. Oh! Sieht sehr verlockend aus. Mir wurde eine Pinkelbox davor gestellt. Pinkelbox, ich brauch dich. Wie viele Liter kann ein Kamel in 15 Minuten trinken? Wie viel Liter? Es ist mehr, als man denkt, glaube ich. Aber auch vielleicht nicht so viel, wie man denkt. Das ist zu viel, glaube ich. 3, 2, 1, go! 20! Du? 20! Die Antwort lautet 200 Liter. Was? 200! Unentschieden. Ihr habt euch einen Toilettenbesuch verdient. Aurik, musst du auch? Jo. Oh nein! Was ist denn das? Komme, was wolle. Ich halte das aus. Ey, ich möchte jetzt nicht vor allen Leuten pinkeln. Ich muss richtig hart dringen. Kann man da auch reinkacken? Wer, du Ekliger! Ah! Ist das unangenehm? Boah! Oh! Red! Nächste Frage! Nicht schon wieder, Alter! Was ist denn? Pinguine stoßen ihren Kot mit einem 4-mal höheren Druck aus als Menschen. Wie weit können sie ihn schleudern? Also wie weit ein Pinguin kacken kann, wie weit kannst du den kacken? Was ist das für eine Frage? Als hätte ich das jemals ausprobiert. Also wenn ich jetzt auf Toilette gehen würde, es wird 5-mal stärker rausstoßen. Okay, ich sag 1 Meter. 25 Zentimeter. Die Antwort lautet 40 Zentimeter. Nein, Digga. Vielen Dank. Oh, Digga. Also wenn es ein Lebensmittel gibt, was ich echt gar nicht mag, dann sind es Pilze und Gurken. Das trifft sich ja gut. Der Behälter muss bis mindestens zur Hälfte getrunken werden. Ich trinke jetzt keine halbe Flasche Gurken. Das kann ich... Boah, ich finde das so ekelhaft, wirklich. Boah, denk die ganze Zeit direkt an Pinkeln gehen und dann muss ich am Ende auch in diese scheiß Flasche pinkeln, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ätzt meinen Magen weg. Nicht so viel labern machen. Digga, nee. Du hast gar nichts getrunken. Ja, ich habe schon was getrunken, aber nicht so viel. Digga, du hast nichts getrunken. Die Aufgabe wurde von Fabian nicht geschafft. Bonusbelohnung. Hey, warte mal ganz kurz, ich will, dass er es trinkt, Mann. Was willst du mit der fucking Switch? Trink den Scheiß. Schau mal, er kriegt eine einzige Bestrafung und schon snitcht er raus. Das Glas muss offen bleiben. Das Glas muss offen bleiben, ja, alles klar. Letzte Warnung, das Glas muss offen bleiben. Was wollt ihr eigentlich von mir? Ich soll das erst halb Ding, jetzt soll ich den Deckel aufmachen? Ansonsten hast du verloren, Fabian. Digga, ich hab doch nicht verloren wegen dem Gurkenglas. Alter, ihr wollt mich doch einfach nur leiden sehen. Bro, ich erwarte immer noch, dass du es austrinkst. Wo ist dein Wasser? Soll ich das mal über dich drüber schütten? Bro, ich hab viel mehr Bestrafung bekommen als du. Mach mal dein Ding dazu. Was hab ich jetzt hier, so ein offenes Gurkenglas hier drin? Was spielst du? Mario Kart. Ich möchte hier raus. Oh Leute, es ist so langweilig. Also bei mir ist es super nice, Digga. Oh, Rico. Ich bin im Spiel vertieft, ich hab's nicht mal gemerkt. Wie groß war Alexander der Große? Ja! Ah, ah, ah! Verdient. Ich glaub, der war ganz schön groß. Der war so 2-3 Meter. Ja, wahrscheinlich. 1,90 und 1,55. Der kennt die Frage schon. Die Antwort lautet 1,50 Meter. Ja! Ich hatte erst 1,50! Weil Alexander der Große war nur groß, weil er ein Riesenreich hatte. Aber der war halt klein. 5 Jahre Latein. Hat sich mal gelohnt, hä? Na gut. Oh! Geil! Ich habe eine schöne Decke bekommen. Reinbeißen aber hier. Die ganze. Ja, weißt du was? Oh, es ist mir viel zu scharf. Ich glaube, ich lege die jetzt bis zum Ende des Spiels hier hin. Wir können ja gemeinsam machen. Ich esse eine Gurke, okay? Bis zum Grün, bis zum Grün. Mm. Das ist wirklich asozial. Scheiß drauf, Digga. Ich bring's hinter mich. Boah, wirklich? Alter! Junge! Ah! Oh, wie ein Mann! Ein Macher! Ah! Ah! Noch ein bisschen Elektroschocken? Lass mich in Ruhe, ich spiel. Alter, ich sag's euch, meine Augen tränen. Ich habe eine extreme Abneigung gegen dich entwickelt, wollte ich dir nur gesagt haben. Was willst du, hä? Ich hab langsam keinen Bock mehr. Nicht schon wieder, ich bin mitten im Spiel. Um wie viel Zentimeter schrumpft der Eiffelturm bei einem Temperatursturz von 21 auf 0 Grad Celsius? Digga, das hört sich an wie eine Mathematik-Abiturprüfung-Aufgabe. Also in der Schule habe ich gelernt. Warum habe ich hier kein Internet? Also das ist schon mal meine Gleichung hier. Rechnet der jetzt was rum, der Nabe doch. Meine Gleichung ergibt 10 Zentimeter. Ich sag 30 Zentimeter, aber einfach nur, der ist zwischen 200 und 300 Meter hoch. Die Antwort lautet 15 Zentimeter.
Bruder. Hättest du mal eine Gleichung gemacht. Ah, Digga! Ich hab mir gerade gedacht, was ist das Ekliges? Was für ekliger Kleberschleim! Oh. Alter! Sogar Tennisbälle. Oh, mein Bauch tut wirklich so geisteskrank weh, Alter. Auf einen leeren Magen. Das ist so dumm gewesen, glaube ich. Oh, Digga. Noch eine Frage. Will schlafen, Mann. Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? Wir sind ein Bierland. Das ist ja wirklich Katastrophe, Digga. Es gibt Leute, die trinken jeden Tag Bier. Digga, keine Ahnung, wie viele Leute Bier trinken bei uns in Deutschland. München alleine zieht den Schnitt hoch. Ich sage 20 Liter. 35 Liter. Ihr erfahrt erst später, wer näher dran war. Denn der Verlierer wird heute Nacht von einem ganz besonderen Gast geweckt. Ja, wahrscheinlich, Digga. Schlaf gut, gute Nacht. Ich muss hart dringend auf Toilette. Vielleicht gehe ich einfach in der Nacht, wenn keiner schaut. Okay, Leute, Fabi und Rick schlafen jetzt. Ich schleich mich rein. Fabi wird abgeschossen. Guten Morgen, Fabi! Oh, 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 oh. Aber das war nur ein Teil deiner Bestrafung. Nein! Denn ich komme jetzt hier auch mal rein. Boah, Junge, aua! Schau dir mal, warum echt das hier ist. Holy shit. Junge, ich will schlafen. Mann, ich bin jetzt ein bisschen aufgeblasen, okay? Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Und Rick, wie geht's? Mir geht's mega, Bruder. Mir geht's mega. Alter, das ist viel zu eng hier für uns beide. Oh, das sind ja Mäuse fallen. Ja, die sind auch noch aktiv. Was? Möchtest du eine? Okay, ist ein Lennon. Okay, gute Nacht. Mann, das ist viel zu eng. Ja, aber das geht gerne sogar. Ja, Fabi, klaue mich. Das mache ich normalerweise nur bei meiner Freundin. Okay, ich merke schon. Also, Fabi sucht hier irgendwas. Ich weiß auch nicht. Ich vermisse sie. Schlaf! Gute Nacht, Schlaf, wir gute schlafen Nacht. Jetzt! Digga, die müssten einfach mal die Klappe halten. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr. Echt jetzt? Ja. Lass mich alleine. Mann, ich brauche doch jemanden zum Kuscheln, nein, Bro. Ich krieg hier keinen. Ich glaube, das ist nicht für zwei Leute gedacht. Ich gehe jetzt in mein warmes Bett. Digga, dein Ernst jetzt? Ja, Bro, es tut mir leid. Boah, Junge, meine Beine. Bro. Oh. Viel Spaß noch. Ja, ciao, lass mich alleine. Okay, Rick. Ciao. Ich halte es echt nicht mehr aus. Ich glaube, ich muss jetzt hier reinpinkeln. Ich muss irgendwie schauen, dass das niemand sieht. Ich habe meine Höhle wie in Harry Potter. Geh doch einfach raus, Fabi. Ich wette, er saugt alles voll. Das ist jetzt nur noch widerlich, Digga. Das ist vollbracht. Du Widerling. Junge, es war ein halber Liter. Weh, Digga, was ist da denn los? Ich kann nicht mehr, Leute. Oh, nee. Das war eine kurze Nacht. Digga, mach doch nicht so hell. Ich will nach Hause. Zeit für das Finale. Ihr bekommt jetzt einen Heizlüfter in die Box gestellt. Erhöht ihr deren Temperatur, so muss auch euer Gegner die Temperatur erhöhen. Wenn die Maximalstufe erreicht wird, startet der finale Showdown. Wir sind jetzt auf 20 Grad. Ich glaube, meine Strategie ist, einfach hochzustellen. Das ist jetzt ein bisschen Psychologiespiel. Plus 5 Grad. Ich würde sagen, plus 10. 10? Boah, Digga. Boah, ist das heiß. Oh mein Gott, ist das unangenehm. Ich gehe jeden Tag in die Sauna, Mann. Ich habe trainiert. Showdown. Nein, was kommt jetzt? Doch nicht auf meinem Handy drauf. Nein, 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 nein. Boah, nein. Oh, Digga, hör auf, hör auf, hör auf. Boah, ich muss dich übergeben. Ich muss einfach nur hoffen, dass Fabi aufgibt. Er hat aufgemacht. Er hat aufgemacht. Boah, warum ist das... Oh fuck, Alter, Ja, Alter. Ja, oh. Alter. Ja! Ich bin wach. Ja! Ich hab dir gesagt, ich bleib hier drin, Digga! Oh. Du! Oh. Oh, Digga! Alter, ich muss mich gerade echt fast übergeben. Oh! Junge, lass mich doch! Hallo! Es reicht, Trick! Das hast du verdient, Digga! Okay, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like es auf jeden Fall, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.